Ein wunderschönes Moin, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fortnite auf der Xbox One X. Was geht? Ich weiß, das ist eigentlich mittlerweile schon so ein Running Gag, den ich immer ab und zu mal so erzähle. Aber eigentlich wollte ich jetzt gerade mit Rysix aufnehmen. Aber Überraschung, Überraschung, er ist nicht online. Obwohl wir ausgemacht haben, dass wir jetzt SVP aufnehmen. Zu kurz Erklärung, was SVP ist. SVP ist dieses Format, was ich jetzt neu mache, Stefan vs. Philipp. Wo wir gegeneinander in mehreren Spielen antreten. So drei Spiele pro Folge ist das Ziel. Es kann aber auch sein, dass wir zwei Challenges in einem Spiel machen. Just say it. Auf jeden Fall ist das mein erstes editiertes Videoformat auf YouTube. Wäre cool, wenn ihr das abchecken könntet, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr wisst, das sage ich sonst nie. Also ich habe mir da wirklich Mühe gegeben. Ich würde halt sehr gerne Feedback haben. Also wirklich sehr viel Feedback. Weil wenn diese Folge online kommt, müsste ich gerade dabei sein, die nächste Folge zu schneiden, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen wollte ich gerade nochmal nach Feedback fragen, damit ich halt immer noch dann während der Arbeit nochmal kurz nachgucken kann. Ah, okay, das finden die gut, das fanden die anderen schlecht. Aha, mhm. Da kann ich mich daran so ein bisschen orientieren, weil ich bin der Meinung, dass ihr wahrscheinlich vom Schneiden so ein bisschen mehr Ahnung habt, weil ihr euch schon wahrscheinlich sehr viele Videos angeguckt habt von anderen YouTubern. Nicht halt so wie ich schaue mir halt relativ wenig YouTuber an, so ein bisschen. Da denke ich mal, werdet ihr ein bisschen mehr Ahnung haben, wie das zum Beispiel besser für euch ist. Also wie das zum Beispiel aussieht, der Schnitt zum Beispiel noch ein bisschen, da fehlt was oder so. Deswegen hole ich da halt immer sehr gerne auf Feedback. Na gut, sehr gerne. Es ist eigentlich wirklich, ich hole mir halt wirklich gerne Feedback auch von Zuschauern, weil ich weiß, ich schaue auch öfter YouTube-Videos von anderen Leuten. Oh Gott. Raketenwerfer. Wenn ich das jetzt nicht komplett verkacke, wird das eine gute Runde. Dafür muss ich aber erstmal mein Inventar sortieren. Aber das Gute ist, ich höre keine Schritte. Ich habe mich jetzt mal angewöhnt, weil ich letztens mit ein paar Zuschauern gespielt habe, die haben mir so gesagt, ja, du stirbst halt häufig einfach nur, weil du random runtergehst, da wo alle hinwollen. So wie Shifty Chefs, haben die gesagt, ja, geh mal da runter, da ist nie einer. Hatten recht gehabt. Hier ist keine Sau. Ich meine, ich habe einen Raketenwerfer gefunden. Ich habe eigentlich relativ guten, na gut, relativ, ne, Alter, ich habe richtig guten Loot eigentlich. Einen Raketenwerfer, einen fucking Raketenwerfer. Die YouTube-Waffe Nummer Uno. Dann kannst du alle wegbomben. Das ist eigentlich echt guter Loot, den ich hier gerade am Start habe. Und vor allen Dingen, ich habe noch nicht mal die untere Seite hier gelootet. Ich war noch nicht mal hier unten. Und ich bin einfach schon so gut equipped. Das ist gerade richtig nice. Oh, 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 oh. Oh! Rysix hat mir gerade geantwortet. Ja, ist gerade, weiß nicht, wie spät. Wann wollten wir aufnehmen? Vor einer halben Stunde ungefähr. Ich schreibe hier mal kurz, dass ich 15 Uhr... So, okay, gut, let's go. Kann ich diese Runde noch in aller Ruhe aufnehmen? Und danach werden wir dann SVP aufnehmen. Nice. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass da unten einer ist. Deswegen bin ich die ganze Zeit mit dem Rocket Launcher in der Hand rumgerannt. Weil da hätte ich mich auch gerade selber töten können. Ich dachte gerade für eine Sekunde, okay, jetzt töte ich mich selber. Aber ich die Rakete doch noch ein bisschen weiter nach hinten gelenkt gekriegt. Bin ein bisschen stolz auf mich. Aber naja, ich bin wieder gut, ne? Ich habe wieder alles schön hochgepusht. Jetzt muss ich mal ganz kurz mein Inventar wieder sortieren. Ich weiß nicht warum, aber ich sortiere mein Inventar übelst häufig. Ich habe es immer so. Erstmal Fernkampf, Nahkampf und dann Special-Waffe. So habe ich das immer. Damit weiß ich, dann habe ich das irgendwann im Kopf drin, dass ich genau weiß, wie ich die Waffen hin und her switchen kann, damit ich weiß, wo was ist. Ich habe noch nie die Tasten verwendet, die oben auf meinem Controller sind, Alter. Habe ich gerade gemacht, weil ich habe da R1 und LB draufgelegt. Meine R1, also meine LB und RB-Tasten sind ungefähr 2 cm entfernt von meinen Hotkey und Xbox One Elite-Controller-Tasten, was auch immer. Ich sollte mich eigentlich, obwohl die Zone ist direkt hier vorne, ne? Ja, scheiß drauf, wir können auch ein bisschen gucken. Ich war in Shifty Chefs so gut wie noch nie. Ich habe null Ahnung, wo hier der Loot ist. Ich war jetzt, glaube ich, bis jetzt dreimal hier. Ich glaube, dreimal kommt hin, ne? Und da war ich halt immer nicht alleine, da habe ich halt immer im Team gespielt, weil ich selber von mir aus würde niemals hier hingehen. Weil ich bin immer der Meinung, hier ist scheiß Loot, aber jetzt eben gerade. Also, Loot, ne? Oder gefällt mir auf jeden Fall. Ich meine, ein Raketenwerfer, ne? Das ist eigentlich die Noob-Waffe Nummer Uno, mit der kannst du einfach alles wegholen. Aber I like, man. I fucking like. Ich meine, Raketenwerfer kannst du in jeder Situation gebrauchen. Wenn der Gegner sich in eine Base baut, kannst du easy runterschießen. Wenn der Gegner gerade auf euch im Nahkampf kommt, so wie bei mir gerade, könnt ihr den auch easy damit wegbomben. Hm. Läuft gerade. Boah, ich weiß noch, das eine Mal, wo ich hier stand, auf einmal ist am Fenster jemand vorbeigegangen, ist stehen geblieben. Ich könnte schwören, der hat mir direkt in die Augen geguckt und ist dann einfach weitergegangen. So nach dem Motto, er hat mich nicht gesehen, obwohl er mir eigentlich, ich könnte schwören, direkt in die Augen geguckt hat.
Und ich saß da so, hab gerade meinen Trank, meine komischen, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, diesen riesigen Schlürftrank, diesen, oh, wie hieß der? Ich komme gerade überhaupt nicht auf den Namen. Der hatte so ein, oh, wie ist dieses riesige goldene Ding? Ich komme gerade überhaupt nicht drauf. Saufkrug, glaube ich, ne? Ich glaube, der Saufkrug war das. Hieß der Saufkrug, Alter? Haben die das Ding Saufkrug genannt? Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Auf jeden Fall stand ich da, hab das Ding gesoffen, so in aller Ruhe. Und dann sich halt, wie so ein Typ, der einfach steht. Und ich denke mir so, oh Gott, ich habe noch 8 Sekunden. Bewegst du dich jetzt oder was machst du jetzt? Einfach nur stehen geblieben. Er geht einfach weiter. So nach dem Motto, hat mich nicht gesehen. Und als er unten die Tür rausgekommen ist, habe ich ihn weggeballt. Alter, ich könnte schwören, Alter, mein Puls war so, oh shit. Weil ich hatte nur noch irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube 10, 20 Leben. Weil ich davor gerade mit einem anderen Typen gekämpft habe. Da ging übelst die Pumpe. Ich dachte mir so, oh Gott, das war's jetzt gewesen. Und er einfach so, ja, oh, habt ihr nie gesehen. Mann, ich hätte echt gerne ein gutes Sturmgewehr. Ich weiß auch nicht, dieses Dreierschussding. Ich habe immer Pech mit dem Teil. Bei mir trifft immer nur ein einziger Schuss und der Rest geht sonst wohin. Ich weiß es nicht warum. Ich habe mit Leuten gespielt, also halt mit Zuschauern auch teilweise, die mich halt angeschrieben haben. Ich sag mal so, ich werde jetzt nicht häufig mit Leuten zocken, ich sag mal so, man zockt halt lieber mit Leuten, die man kennt, ne, so mal ehrlich. Ab und zu habe ich mal trotzdem Bock, das zu machen, aber nicht so häufig, weil ich jetzt auch wieder arbeiten muss. Und momentan muss ich halt immer länger machen, deswegen ist alles so ein bisschen problematisch. Ne, das ist die Kiste. Ich denke mal, hier ist keiner mehr. Naja, ich muss eh in diese Richtung. Jo, gehen wir mal hier lang. Hui. Und? Verdammt. Ich dachte, jetzt kann ich auch ohne Sturzschaden überleben. Ich hätte einfach eine Platte platzieren müssen. Einfach so, zack, und dann hinhauen, ja. Hätte ich mal machen sollen, hätte ich mal machen sollen. Mach ich da? Alter, kannst du nicht einfach hier nehmen, eine setzen, dankeschön. Ja, yeah. So geht das. Nice, auf jeden Fall, nice. Jetzt muss ich wieder ein paar Bäume abbauen, weil ich die ganze Zeit mein Haus gewastet habe. Nice, auf jeden Fall. Oh! Alter, von da hinten kam der. Was ist der da oben drauf? Tatsächlich, der ist, glaube ich, da oben drauf. Ich hatte gerade so eine Sachen gesehen, dass er sich da hochgebaut hat. Alter, hör auf mit der Scheiße. Das ist nicht witzig. Der Shot war echt knapp gerade. Aber ich denke mal, der wird jetzt an der Zone sterben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Bis der Typ hier ist. Uff, ich weiß ja nicht. Leute, der Baum schwebt in der Luft gerade. Krasser Baum auf jeden Fall. So, ich bin in der Zone. Die Gegner brauchen noch ein bisschen, bis sie hier sind. So, gucken wir uns erstmal um, falls ich noch was Interessantes finde. Gehen wir erstmal hier hoch. Da ist nichts. Gut, dann gehen wir mal hier rüber. Jetzt auf einmal finde ich eine MP, wirklich. Als ich die tägliche Mission hatte, zwei Leute mit einer MP zu töten, ich habe nach den MPs gesucht, bis zum Gegner nicht mehr. Ich bin Tilted Towers runtergegangen. Ich habe da immer so ein paar Leute weggefliegt. Aber letztendlich habe ich nie eine MP gefunden. Ich habe so lange gebraucht, um diese scheiß 2 MP-Kills zu machen. Ich habe Leute mit der Schrotflinte weggeballert bis zum geht nicht mehr. Ich habe so ewig lange gebraucht für diese scheiß MP-Kills. Das hat mich so abgefuckt die ganze Zeit. Und jetzt auf einmal, ja, liegt hier direkt eine rum. Schön. Läuft auf jeden Fall. Jetzt schon cool, wenn er jetzt von da kommen wird. Ey, kann das sein, dass man jetzt mehr sieht, wenn man hier steht? Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn du bei der Zone stehst, dass du nie was gesehen hast, was kommt. Aber ich glaube, das ist nur auf Distanz so, ne? Ja, okay. Wenn du nah dran stehst, siehst du immer noch nichts. Okay. Naja, gehen wir mal weiter. Ich habe auch noch andere Sachen zu tun, aber irgendwie ist die Zone auch wieder am Arsch der Welt. Das heißt, ich werde wieder rennen. Ich weiß nicht warum, aber diese Routen fucken mich halt persönlich immer ab. Weil ich habe immer irgendwie in letzter Zeit Routen, du bist am Arsch der Zone. Du musst jedes Mal, wenn die Zone sich bewegt, musst du dich selber auch noch bewegen. Und dann bist du halt immer so weit weg, dass du wirklich konstant rennen musst. Du kannst nicht irgendwie dich auf irgendwas konzentrieren oder so, irgendwie Gegner töten. Nein, du hast immer im Hinterkopf, du bist gefühlt 50 Jahre von der nächsten Zone entfernt. Hör auf zu kämpfen und renn einfach. Er hat sich selbst in die Luft gejagt. Willst du mich verarschen?
Hätte mir nicht den Kill geben können. So ein Wichser. Oh Gott, die neue Schrotflinte, die habe ich noch nie gehabt. Ich frag mich, wie die ist. Alter, ich habe noch nie einen Kill. Typen gesehen, der sich selbst getötet hat, anstatt mir den Kill zu überlassen, Alter. Der Typ, ne? Holy shit. Nicer Typ auf jeden Fall. Gucken wir mal, wie die Pumpgun ist. Die Pumpgun soll auf Distanz gut sein. Also die soll wirklich so konstanten Schaden machen auf weitere Entfernung. Und mit der soll auch Doppelpump wieder möglich sein. Also zwei Schrotflinten einfach hin und her switchen. Aber darauf habe ich keinen Bock. Ja, okay. Ich denke mal, das dürfte ich schaffen. Muss einfach nur weiter rennen. Ich hätte auch seinen Raketenwerfer mitnehmen können. Ne? Da hätte ich mir das Nachladen gespart. Da hätte ich immer noch einen Schuss mehr gehabt, glaube ich. Obwohl, na gut, der hat seinen auch leer geschossen. Also von daher... Oh, da baut jemand was. Das sehe ich von hier. Frage ist, gehen wir rein oder gehen wir nicht rein? Alter, das kotzt mich so an, dass da oben nur steht ein Kill, obwohl ich eigentlich zwei hätte von dem einen Typen gerade. Aber naja. Da kümmern wir uns erstmal, dass wir in die Zone kommen, weil er muss sich auch noch bewegen. Hat er gerade ein Jump-Pad drauf gebaut? Ist das ein Jump-Pad da oben drauf? Nee, der hat sich sowas komisches gebaut, damit er da rauskommt, okay. Der müsste jetzt auch hier vorne irgendwo sein, auf dem Weg zu mir. Ah, nee. Ich geh auch mal mit rein, ne? Oh ne, oh ne, 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 kein Interesse, gar kein Interesse. Ich chill hier ein bisschen außerhalb der Zone. Die werden schon zu mir kommen, wenn die Action haben wollen. So, bin drinne. Guck mal, da hinten ist er. Ah, sie rennen da hinten rum. Okay, warte, ich muss jetzt hinterher. Ich muss jetzt ganz kurz hier so schnell wie möglich rumkommen, damit ich auch noch angreifen kann. Weil ich habe die beide jetzt angehittet. Von beiden sind die Schilde unten. Das heißt, die werden beide jetzt relativ easy Kills werden. Und das will ich mir natürlich nicht entgehen lassen, ne? Weil die beiden sind hier auf dem Weg hierher gewesen. Komplett bescheuert, wo sind die? Na, guck mal, der erste ist da schon gestorben und der zweite ist, denke ich, auch in der Zone abgekratzt, ne? Naja, egal, wir kümmern uns erstmal um den Typen, der sich da irgendwas baut. Obwohl, nee, der hat sich da einen konstanten Punkt gesucht, ne? Scheiße, jetzt müsste ich das Stromding auch kaputt machen, damit er runterfällt. Ach! Da oben ist er, ja. Da oben ist er, der Typ, der sich da irgendwas gebaut hat, den ich gerade gesehen habe. Ja, da baut du mal deinen Scheiß da hinten fertig. Geh mal nicht auf den Sack. Naja, schieß einfach weiter. Das ist eine gute Idee von dir. Das ist eine sehr gute Idee auf jeden Fall. Sehr gute Idee. So, ich verpiss mich jetzt erstmal in die nächste Zone. Oh Gott, da oben ist auch noch einer. Oh, da oben ist wahrscheinlich auch noch einer. Oh Gott, wie mache ich das jetzt, ohne gesandwiched zu werden? Ich hab vor allem ein beschissenes Sturmgewehr, eine beschissene Dreierschusswaffe, Mann. Holy shit. Ich werde jetzt erstmal da oben hingehen. Oh, okay. Weil da oben bin ich in der Zone und ich habe eine erhöhte Position. Und ich weiß, dass da einer ist, das ist schon mal sehr gut. Muss ich noch höllisch aufpassen, dass ich nicht von hinten weggenatzt werde von den Typen. Okay. So, die Lennys da hinten müssen jetzt alle herkommen. Die sich da hinten eine Base gebaut haben. Die müssen jetzt alle hierher kommen. Und das wird, denke ich mal, relativ lustig. Warte mal. Habe ich da vorne gerade? Hier vorne hat die eine Basis gebaut? Kann ich da rein? Ein. Ah. Deswegen hasse ich die Dreierschusswaffe. Die ist einfach nur kacke. Aber das Gute ist, er muss immer noch herkommen. Warte mal, er hockt da oben drin, ne? Was? Hm? Was war das? Ach, der Busch hinter mir war ein Gegner. Alter, so ei. Oh, Alter. Ich hasse so eine Leute. Ja, jetzt snipt er ihn auch noch weg.
Fucking Busch, Mann. So ein verfickter Busch. Warum muss ich ausgerechnet von einem Busch getötet werden? Naja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss.